In der zweiten Aufgabe war die Stromspannungskennlinie eines Lichtbogens gegeben, also sozusagen die Spannung in Abhängigkeit als Funktion des Stromes. Und das sollten 20 Volt sein, mal in Klammern 1 minus 1 Ampere durch den Strom. Was man jetzt damit machen musste, war, dass die Gleichung der Spannung einmal nach dem Strom ableiten. Dann sagt uns die Faktorregel, die 20 Volt hier sind ein konstanter Faktor, der kann einfach abgeschrieben werden. Dann in dieser Klammer sind zwei Summanden, da sagt uns die Summenregel, okay, wir können jeden Summanden einzeln ableiten. Der erste Summand ist eine Konstante, dessen Ableitung ist 0. Der zweite Summand ist eine Potenzfunktion. Das lässt sich vielleicht ein bisschen einfacher ableiten, wenn das hier oben nochmal umgeschrieben wird, als 1 minus 1 Ampere mal I hoch minus 1. 1 durch I ist ja das gleiche wie I hoch minus 1. Und ja, dann diese Potenzfunktion, den alten Exponenten nach vorn, minus 1 und das Minus hier heben sich gegenseitig auf. Den Exponenten um 1 erniedrigen, wird daraus I hoch minus 2. Und dann muss noch dieser Faktor davor, das 1 Ampere mal 1 Ampere. Das kann man jetzt, wenn man möchte, noch ein bisschen zusammenfassen und sagen, okay, 20 Volt mal 1 Ampere sind 20 Watt. Und das I hoch minus 2 kann man auch wieder als I Quadrat unter dem Bruchstrich schreiben. So, und diese Ableitung der Spannung nach dem Strom, das ist natürlich auch der differenzielle Widerstand. Und der sollte jetzt mal laut Aufgabenstellung 0,2 Ohm groß sein. Und dann war der Strom gesucht, der Strom, bei dem dieser differenzielle Widerstand 0,2 Ohm groß ist. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Formel, stellen die nach dem Strom um, indem man mal den Strom rechnet, der hier im Nenner ist, und durch diesen differenziellen Widerstand teilt. Ich schreibe das mal so, durch RD. Und dann steht halt da 20 Watt durch RD, und jetzt schreibe ich für RD wieder hin 0,2 Ohm, soll eben genauso groß sein wie I Quadrat. Ohm kann man auch schreiben als Volt durch Ampere, Watt kann man auch schreiben als Volt mal Ampere. Dann kürzen sich die Volt weg und es bleibt Ampere mal Ampere über. Das kann man auch schreiben als Ampere Quadrat, was auch ganz gut ist, denn hier drüben steht ja ein Strom zum Quadrat. Und 20 durch 0,2 kann man auch gegeneinander kürzen, das sind 100. Also steht dort da, wenn ich mal die Seiten tausche, I ist gleich 100 Ampere zum Quadrat. Und jetzt kann man natürlich noch die Wurzel ziehen. Und dann steht da, I ist 10 Ampere. Rein prinzipiell könnte da jetzt bei der Wurzel natürlich auch eine negative Lösung rauskommen. Die negative Lösung macht jetzt hier physikalisch und elektrotechnisch nicht so wahnsinnig Sinn. Mathematisch streng genommen wäre die Lösung jetzt hier plus minus 10 Ampere, aber ja, eben aus elektrotechnischer Sicht bleibt hier nur die positive Lösung stehen. So, damit ist und war diese Aufgabe eigentlich fertig. Was sind jetzt noch so die typischen Fehler, die dabei passiert sind? Also dieser Ansatz hier oben, der wurde schon so ganz richtig gewählt, dann aber häufig so umgestellt, dass da steht DI ist RD mal DU. Und das dann versucht irgendwie, also das steht ja jetzt schon in Richtung des Stromes, also mit dieser Gleichung irgendwie den Strom herzuleiten oder zu bestimmen, häufig dann eben so in der Form, dass, naja, um das D und das D, diesen Differentialoperator wegzubekommen, hat man jetzt beide Seiten irgendwie einmal integriert, dann stand halt da I, also ne, das Integral über DI ist I. RD sieht ja hier so aus, wie wenn das ein konstanter Faktor ist, ist es aber eigentlich nicht. Das RD sieht man ja, hängt irgendwie vom Strom ab, hängt auch von der Spannung ab. Und dementsprechend, also ja, wurde dann eben falsch so weitergerechnet und dann irgendwie daraus der Strom berechnet. Und diese Formel hier entspricht natürlich auch dem direkt falschen Ansatz, wenn man sagt, R ist einfach U durch I. Und hierfür dann eben die 0,2 Ohm einsetzt. Das in der Gleichung ist das R aber der Gleichstromwiderstand und nicht der differenzielle Widerstand. Also alles, was hier steht, ist falsch, führt nicht auf das richtige Ergebnis.
Und ja, ansonsten gab es, glaube ich, die größten Probleme hier einfach bei der Ableitung dieser Potenzfunktion, entweder weil man diese Umschreibung nicht gefunden hat oder weil man dann irgendwie was anderes falsch abgeleitet hat. Zum Beispiel, indem halt die Ableitung von 1 durch i einfach 1 war.